So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Rogue Legacy. Wir sind Veganer und Fleisch ist Mord. Das versucht dich wirklich umzubringen. Du erleidest Schaden, wenn du Fleisch isst. Ach, scheiße. Seht eine Pizza als Fleisch? Das hätte ich gerne in Kombination mit dieser Winter-Ding. Also mit diesem Weihnachtsthema. Weil im Weihnachtsthema isst man ja kein Fleisch. Das wäre also wiederum okay. Vergesst immer, dass ich nach unten und nach oben schlagen kann. So, wo müssen wir hin? Überall. Aber wir gehen erstmal zu dem einen, was da so rechts ist. Ah. Wunderbar. Also er hat ja eine schöne Range, das muss man wirklich mal sagen. Na scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Weil ich habe keinen Gegner mehr. Moment, du da. Dich kriege ich doch garantiert hier hoch. Oder du bist auch okay. Komm mal gerade mit. Ja, man muss nur wissen, wie. War dumm. Dabei muss ich doch aufpassen. Ich darf ja kein Fleisch essen. Ist ja Mord. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in diesem Schloss auch gilt. Weil in diesem Schloss scheint ja irgendwie nicht so wirklich normal zu sein. Was auch das Hähnchen mit einschließt. Ah, Bosskammer. Sehr schön, genau dich wollte ich. Weil jetzt haben wir einen Teleport hier wieder raus. Jetzt können wir den Rest suchen gehen. Ein paar coole Artefakte und so. Nicht durch, außer ich benutze halt unseren Sprint. Ja, das war dumm. Oh, sogar ein Auge, das diesen Angriff zweimal macht. Ich sollte einfach hinter es gehen. Ist gesünder. So, oben gab es aber auch noch eins. So. Nee. Wo liegt denn noch Geld hinter? Nee. Will aber mal gucken, wie viel Schaden. Oh, das macht ja gar nicht so wenig. Oh. Gar nicht so wenig Schaden ist das. Das Fleisch versucht einen wirklich umzubringen. So. Zauber- und Waffenvolltreffer ist um 10 erhöht. Also die Chance drauf finde ich eigentlich gut.
Kriegen wir doch hin. Er hat doch gelacht. Au. Müssen aber gleich schon heilen gehen, wenn wir hier nicht bald irgendwie ein Pizzastück oder sowas finden. Wobei da, glaube ich, auch Salami drauf ist. Ja, eigentlich... Ach, scheiße. Eigentlich muss man oben anfangen mit den Schnecken. Bin ich jetzt auch voll reingesprungen, ne? Ich möchte wieder zurück, bitte. Ich möchte kurz mal einen Ausflug ins Schloss machen. Statt hier unten weiterzugehen. Da unten wäre sogar noch eine Kiste. Ich will mich einmal voll heilen. Ich meine, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Einmal in die Zitadelle, bitte. Aber schön viel Geld schon wieder. Lohnt sich ja jetzt schon fast wieder den Boss zu machen. Verlier kein Leben. Gibt zwar nicht viel, aber ist jetzt auch immerhin nicht ganz so schwer. Für ihn bin ich sehr froh, dass wir diese Lebensabsorptionsrüstung haben. Na, genau wegen sowas. Dürften aber ruhig noch den einen oder anderen Zaubertrank finden, finde ich. Maximalleben, aber es ist halt richtig fett Damage. Ich hole mir erst nochmal ein bisschen Leben von unseren freundlichen Bewohnern des Schlosses. Wenn wir das haben, dann... Dann kann ich uns das Maximalleben holen. Durch das wir auch wieder Schaden nehmen werden. Oh, hier gibt es wieder ein Relikt. Entschlossenheit versorgt mehr Schaden, aber das Relikt ist fragil. Nee, wir nehmen das da. Wir fügen Gift hinzu. Und wir haben tatsächlich schon Maximalleben verloren. Das gefällt mir mal so gar nicht. Weil im Gegensatz zum Pirat hat der Samurai leider nicht ganz so viel Leben gesamt. Wieder so ein Ding. Ja komm, ich nehm's mit. Wollte gerade sagen, wir sind jetzt im Übergang. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Leben finden. Genau, Pustekuchen. Ich
Leben tut weh. Ja, Brücke ist zum Opfer gefallen. Das hatten wir ja schon mal. Okay. Gehen wir mal zum Start zurück. Ist halt das Problem, jedes Mal, wenn wir Maximalleben verlieren, ist es halt extrem schmerzhaft. Gerade weil wir so wenig haben. Wir haben wenig, wir brauchen halt mehr Zaubertränke. Weil Zaubertränke, die heilen uns auch ohne, dass wir davon Schaden nehmen müssten. Und wie hieß es schon bei Scott Pilgrim? Was, Hähnchen ist nicht vegan? Genau. Aber bevor wir hier unsere Veganerkräfte verlieren, das mal sage, aber bitte kein Hähnchen. Ich möchte nicht, dass in diesen Möbeln hier Hähnchen drin sind. Normalerweise bin ich da ja immer total hinterher, weil die halt ja Lebenskraft geben. Und zwar nicht zu knapp. Aber jetzt machen die nicht zu knapp Schaden. Sowas soll ich achten. Ich kann mich nicht so viel heilen wie sonst. Muss ich ein bisschen besser auf mich aufpassen. Genau das meine ich. Aber ich muss sagen, es ist eine konsequente Art von Vegetarismus oder Veganismus. Kann ich unterstützen. Was, Pizza tut auch weh, weil es eine Salami-Pizza ist? Ach, Manno. Ja, das hat jetzt richtig viel Leben gekostet. Ich meine, ich verstehe es, ja, es ist eine Salami-Pizza, aber dann hätte ich gerne halt eine Nicht-Salami-Pizza. Hätte ich gerne eine mit Pilzen drauf. Das können sie mir ja schlecht verbieten. Wobei Pilze ja auch nochmal was ganz anderes sind, also. Pilze sind keine normalen Pflanzen. Oh, ja. Und man isst ja auch nicht den Pilz. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das ist ja. Tatsächlich isst man, wenn man einen Pilz isst, nur den Fruchtkörper des Pilzes, aber nicht den Pilz selber. Wie ein Apfelbaum. Wenn man den Apfel isst, isst man nicht den Apfelbaum. Klingt komisch, ist aber so.
Aber da hätte ich auch mal die Frage, kennt ihr euch mit Pilzen aus? Ich habe letztens irgendwas gelesen, so eine KI-App, die tatsächlich Pilze für Leute identifizieren soll. Die hat bei irgendeinem psychedelischen Pilz tatsächlich versagt und hat den als normal essbar eingestuft. Ich habe den Artikel aber nicht wirklich gelesen. Dementsprechend kann ich euch gar nicht so genau sagen, was da drin stand, weil ich einfach... Ja, ich habe nicht so viel mit Pilzesammeln zu tun, bin ich ganz ehrlich. Weil die Stromkrone ist schon gut, aber das ist auch gut. Aber es kostet halt 30, ne? Ja komm, ich will's. Aber halt fast kein Maximalleben mehr, was aber auch bedeutet, wir sind fast voll. Und was unseren Schaden für Maximalleben erhöhen. Reduziert. So muss man das sehen. Bin ich auf dem richtigen Weg, ja. So, jetzt nehmen wir nämlich viel weniger Schaden dadurch. Gerade weil wir auch weniger Maximalleben hatten. Noch mehr, ja, nee. Will ich nicht. Eigentlich müssten wir jetzt nach einem Relikt gucken. Genau auf sowas habe ich gehofft. Dass die Entschlossenheit wieder ein bisschen steigert. So. Explodiere ruhig nochmal. Explodiere es gleich eh endgültig. Was willst du denn da hinten hinter deiner Tür? Aber hier gibt's immerhin noch mal ordentlich Zaster. Also lohnt sich schon hier noch mal lang zu gehen. Das Bild oben rechts gesehen, keine Sorge. Miese Nummer. Oh. Er auch. Aber wir kriegen hier wieder ein paar Mana-Tränke. Ach, scheiße, das ist ein Mimic. Vergessen, dass die hier in der Bibliothek auf mich warten. So, das... Ach, scheiße, die Pizza macht ja gut Aua. Okay, die Brücke war nur einmal da, offensichtlich. Kann ich jetzt nicht nochmal begehen. Wieder durch den Raum durch, ne? Aber er ging tatsächlich.
So, das war genau der Raum, in den ich sogar rein wollte. So, du bist das da. Du bist hier der Informationsraum, ne? Hier oben irgendwo war was versteckt. Ist das nicht hier oben? Da war's. Okay, ist aber auch nichts mehr Relevantes drin. Heißt, hier haben wir alles. Alles Relikt. Ja. Würde halt unsere Waffen und alles nochmal neu auswürfeln. Nee, will ich nicht. Nicht ganz ehrlich, will ich nicht. Will aber das da. Ich weiß, es ist eigentlich dumm. Scheiße. Ja, ich sollte zurückgehen. Ne. Ich sollte zur Zitadelle zurückkehren. Hier drüben kann ich vielleicht noch ein bisschen was killen. Und vielleicht noch so einen Raum finden. Oder noch einen Zaubertrank. Dann würde ich nämlich tatsächlich... Gehe hier lang und gehe dann direkt wieder zurück. Dann würde ich nämlich tatsächlich, wenn ich hier was finde, nochmal eine Vollheilung nehmen. Irgendwas schützt die. Alle. Ja. Okay. Ja, die sind hier halt alle One-Hit. Das ist ganz schön. Oh, Prüfung der Pandora. Ich mach's. 10 Gegner besiegen schaffen wir. Uff. Komm her. Wow, komm her. Das hätte knapp sein können. Okay, hier ist wieder eine Relikt. Scheiße. Okay, war dumm. Ich hätte den Raum wieder verlassen sollen, der war zu eng. Was hast du denn? Besiege 6 Gegner, um den nächsten eingehenden Schaden zu verhindern. Er ist an sich gar nicht so schlecht, Sir Yajirobe. Oder Lady Rotfundi. Die kommt halt mit gar nichts und dementsprechend kann ich neue Sachen finden. Ich glaube, ich nehme Lady Rotfundi. Okay. Was nehmen wir? Wollen wir mehr Schild? Mehr Rüstung? Aber wir haben schon so viel Rüstung. Oder sagen wir, gefundener Lebensgewinn durch Essen erhöhen, dass wir mehr heilen. Oder einfach grundsätzlich mehr Entschlossenheit. Ne, ich nehme jetzt tatsächlich mal ein bisschen Schaden, glaube ich. Es tut mir leid, ich will die Rüstung.
Und hier oben kann ich noch einmal Schaden kaufen. Einfach nur ein Raum voller Felsen. Oh, sie hat wieder was zu sagen. Hey Schwester, tut mir leid, falls ich heute nicht so schnell reagiere. Ich bin sowas von K.O. In letzter Zeit bin ich an manchen Tagen voller Energie, an anderen total erledigt. Keine Ahnung wieso. Vielleicht muss ich mehr Pizza essen. Oder weniger. Gut, Leute. Das war's aber für den Part. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Rogue Legacy. Bis dann. Euer Wolf.